Hey Leute, Flo hier. Jetzt kommen endlich die Messergebnisse des Versuchs zur Tag- und Nachtgleiche. Im ersten Teil haben wir einen Blick auf die deutschsprachigen Flacherdgurus geworfen und spekuliert, warum wohl keiner an dem Versuch teilgenommen hat. Keine Frage, unsere Erde ist rund. Doch sie ist wissenschaftlich gesehen kein Ball. Sie ist flach und hat spürbar keinen Drall. Okay, nenn mich ruhig Psycho oder Astro-Toni. So, wir sind live. Hier, willkommen. Ich habe wieder exzellente Gäste zu mir eingeladen. Der Andreas ist wieder dabei. Hi, Andreas. Ja, hallo. Guten Abend, Cäsar. Niemand hat das Recht, einen flachen Erdebeweis von dir zu verlangen. Denn die Beweise für die flache Erde stecken in jedem selbst. Du bist ausgestattet mit Sinnen, einem Verstand und logischem Denken. Wir sind hochsensible Lebewesen und können besonders gut fühlen. Wir spüren zum Beispiel keine Erdrotation und wir beobachten sie auch nicht, weil es keine gibt. Ja, auf dem Globus müsste es so sein. Ne? Das wird uns hier verkauft. Mitternachtssonne. Die Sonne ist über dem Horizont zu sehen. Das ist nicht so. Ich habe es halt selber mit eigenen Augen noch nicht gesehen. Das Problem ist, dass die meisten von uns noch nicht entdeckt haben, wie man aktiv die Wirklichkeit erzeugt und unsere mehrdimensionalen Vibrationen verwendet, um zu schaffen. Die flache Erde-Wahrheit ist nicht nur über die Form des Ortes, auf dem wir leben. There are no women on flat earth. Ja, Ja, fein gemacht, da hat er fein gemacht. Auf einer flachen und unbeweglichen Erde zu leben, diktiert, dass dieses Reich sein eigener Regulator und Energiegenerator ist. Regulator, die Schweine sind in die Vergangenheit gereist, um unsere Existenz zu vernichten. Man hört ja immer wieder von diesen hinterhältigen Globus-Systemlingen. Das ist richtig heftig. Und ich denke, damit werde ich anfangen, damit ich diesen widerlichen Desinformanten da draußen mal wieder ein bisschen den Wind aus den Segeln nehme. Also den Flat Earthern den Segel aus dem Wind zu nehmen. Meine Mutter wusste nicht von irgendwelchen 1600 Kilometer, sonst hätte sie sich short gelacht, wenn ich das erzählt hätte meiner Mutter. Das Mondlicht wirkt ja septisch, also das fördert Verwesungsprozesse. Also ich werde mal zwei Stückchen Fleisch, also ins Mondlicht eins legen und das andere in den Mond. Schatten, dann mal schauen, wie sich das entwickelt. Das ist die Endzeit für euch Globusaffen. Ja, mein Regulator. Die Kuppel über unseren Köpfen hält die Energie, die im Ätherreich produziert wird. Die Sterne und Planeten sind revolvierende Sonolumineszenzlichter, die auf die Kuppel projiziert werden, die den Äther mit den Simulationen, dynamischen Ereignissen, Archetypen und Möglichkeiten einprägen. Lange Worte, kurzer Sinn. Die Erde ist flach, das kann man in vielen Videos anschauen. Danke fürs Zusehen. Ich liebe euch alle. Etwas fitter ist da doch die englischsprachige Flacherdszene, insbesondere ein gewisser Dr. Zack. Dr. Zack. Herr Doktor. Seine Videos sind hochprofessionell und werden anscheinend mit einem üppigen Budget erstellt. Er arbeitet vornehmlich mit alternativen Fakten, um es höflich zu formulieren. Man nehme etwa diese Aufnahme, die mit einer P900 erstellt wurde und eindeutig eine Krümmung zeigt. Scheiße, hier sieht man eine Krümmung. Die Masten gehen richtig so eine Krümmung nach unten, obwohl der Horizont ist natürlich noch flach. Zunächst zeigt Dr. Zack völlig andere Masten und behauptet, sie würden sich nicht in einer Reihe befinden. Dass er sich geirrt hat, räumt er zwar in der Videobeschreibung ein, aber wer liest die schon? Ferner will Dr. Zack diese Aufnahme debunken mit einem Modellversuch. Er behauptet, der Tisch wäre flach, obwohl er es offensichtlich nicht ist. Carsten Luck hat den Versuch einmal nachgestellt mit einer wirklich ebenen Tischplatte und man sieht eben keine Krümmung. Was soll man also zu Dr. Zack sagen? Warum lügt er? Interessant ist auch sein Laserexperiment an einem See in Ungarn. Er behauptet, der Laser wäre leicht nach oben geneigt. Tatsächlich zeigt der Laser jedoch leicht nach unten. Trotzdem zeigen seine Messergebnisse, dass der Lichtpunkt nach oben gewandert ist mit zunehmender Entfernung vom Ufer. Zack hat hier also eher die Erdkrümmung bewiesen als irgendetwas anderes. In einem Video geht er auf die Grundlage des von mir vorgeschlagenen Versuchs ein. Zur Erinnerung: Um den Winkel Alpha der Sonnenstrahlen zu einem senkrechten Stab im Kugelmodell zu bestimmen, sind wir von nahezu parallel auf die Erde treffende Sonnenstrahlen ausgegangen.
Dadurch ergibt sich eine lineare Abhängigkeit zwischen Winkel Alpha und Breitengrad B. Auf einer flachen Erde sind die Strahlen nicht mehr annähernd parallel und der Zusammenhang zwischen Alpha und Breitengrad ist nicht mehr linear. Zack behauptet nun, durch irgendwelche Refraktionseffekte wurden die Strahlen gerade so hingebogen, dass man auf einer Fläche die gleichen Winkel misst wie auf einer Kugel. Dabei geht er von einer konkaven Linse aus, deren Radius dem Erdradius entspricht. What if this concave lens has the same radius of the Earth? Keine Frage, Refraktion existiert in der Atmosphäre, Licht wird also gebrochen, allerdings bei weitem nicht so stark, wie Zack es gerne hätte. Unter Refraktion oder Lichtbrechung versteht man das Phänomen, dass Lichtstrahlen beim Übergang zwischen Medien mit unterschiedlicher optischer Dichte ihre Richtung verändern, wie man hier schön an dem Übergang zwischen Luft und Plexiglas sieht. Ein bekanntes Beispiel für Lichtbrechung ist der Strohhalm, der am Wasserglas abgeknickt erscheint. Hier ändert das Licht seine Richtung an der Grenzfläche zwischen Wasser und Luft. Die Winkel hängen von den Brechungsindizes N der Materialien ab und können hervorragend durch das Brechungsgesetz beschrieben werden. Wir machen uns dieses Gesetz zunutze, indem wir etwa Linsen herstellen, mit welchen Sehfehler korrigiert werden können. Bei Kurzsichtigkeit liegt der Brennpunkt vor der Netzhaut, man sieht unscharf. Eine konkave Linse streut die Lichtstrahlen und verschiebt den Brennpunkt wieder in die Netzhaut, sodass Kurzsichtige mit einer Brille scharf sehen können. Bei einer konkaven Linse befindet sich der Brennpunkt auf der Seite des Gegenstands, welcher dadurch kleiner erscheint. Je nach Qualität der Linse und Blickrichtung erscheint das Abbild des Gegenstands auch verzerrt oder verschoben. Wenn Licht auf dem Weg vom Gegenstand in unsere Augen die Richtung verändert, erscheint der Gegenstand an einer anderen Position. Linsen bestehen aus Glas oder Kunststoff, Materialien, die einen deutlich größeren Brechungsindex als Luft aufweisen. Tatsächlich liegt der Brechungsindex von Luft sehr nahe am Vakuumwert. Schon aus diesem Grund ist die Refraktion in der Atmosphäre nicht so stark, wie es für Zacks Behauptung vonnöten wäre. Durch Luft können wir problemlos vergleichsweise weit sehen, während das Sehen beispielsweise unter Wasser mit einem größeren Brechungsindex erschwert ist. Dennoch wird Licht natürlich auch in der Luft gebrochen, da der Brechungsindex eben nicht exakt 1 beträgt und zudem innerhalb der Atmosphäre variiert. Auf Meereshöhe weist Luft eine größere Dichte auf als auf einem hohen Berg. Die Übergänge sind fließend, man kann aber modellhaft von separaten Schichten ausgehen. An jeder Grenzschicht haben wir nun einen Übergang zwischen Bereichen unterschiedlicher Dichte und beobachten folglich eine leichte Brechung. Die Refraktion ist besonders schwach, wenn das Objekt wie in unserem Versuch hoch am Himmel steht. Am stärksten sind die Effekte wenige Grade über dem Horizont. Dort sehen wir Objekte in der Regel ein Stückchen oberhalb ihrer wahren Position. Das kann man leicht beobachten anhand der Sonne. Befindet sie sich noch hoch über dem Horizont, verändert sie ihre Erscheinung überhaupt nicht. Knapp über dem Horizont wirkt die Sonne leicht zusammengestaucht. Und nein, das kommt nicht von der Perspektive. Perspektivische Effekte würden die scheinbare Größe der Sonne ständig verändern, wie bei diesem Ball und nicht nur kurz vor dem Untergehen oder kurz nach dem Aufgehen, wie es in der Realität der Fall ist. In dieser Aufnahmereihe sieht man klar, dass sich der scheinbare Durchmesser der Sonne nicht verändert in der Zeit zwischen morgens und abends. Insbesondere sieht man, dass sich die Refraktion hauptsächlich in vertikaler Richtung auswirkt und nicht in horizontaler Richtung. Perspektivische Effekte würden die Proportion jedoch erhalten. Die Sonne wirkt in vertikaler Richtung leicht gestaucht, weil der untere Teil durch die Refraktion etwas stärker scheinbar nach oben verschoben wird als der obere Teil. Würde der Effekt Objekte tiefer erscheinen lassen, müsste die Sonne in vertikaler Richtung langgezogen erscheinen. So etwas kann tatsächlich vorkommen, allerdings nur bei ganz besonderen Wetterbedingungen. Tendenziell lässt die atmosphärische Refraktion Objekte aber etwas höher erscheinen. Zudem muss man bedenken, dass diese Aufnahmen mit einem Zoom-Objektiv erstellt wurden. Der scheinbare Durchmesser der Sonne beträgt nur rund 0,5 Grad. Wir sprechen bei der atmosphärischen Refraktion also von Verschiebungen in der Größenordnung von Gradbruchteilen, sofern keine extremen Wetterlagen vorherrschen. Wenn Zacks Behauptung zuträfe,
müsste die Sonne etwa am 70. Breitengrad ca. 13,5 Grad tiefer erscheinen, als sie es ist. Ernsthaft? Wirklich ernsthaft? Das entspräche einer Verschiebung von 27 Sonnendurchmessern. Erheblich mehr als die Gradbruchteile, die wir in der Realität beobachten. Außerdem haben wir bereits etabliert, dass die Refraktion Objekte tendenziell höher erscheinen lässt. Sechs Karikatur einer Refraktion wirkt also noch in die falsche Richtung. Bei ihm wird die Sonne scheinbar nach unten verschoben. Und das obendrein zur Mittagszeit, wo die Refraktionseffekte am kleinsten sind. Daher ist 6 Video wieder einmal nur eine faule Tomate, die sich ohne Aufwand leicht widerlegen lässt. Die Winkel der Sonneneinstrahlung auf einer Kugel sind also nicht auf einer Fläche erklärbar. Um das herauszufinden, haben wir nur etwas physikalisches Basiswissen benötigt und Beobachtungen der Sonne. Wichtig dabei ist, dass die Aufnahmen mit einem Sonnenfilter erstellt wurden. Ohne Sonnenfilter können unterschiedliche Lichtverhältnisse eine scheinbare Größenänderung der Sonne vorgaukeln. Hier sieht man, wie die Sonne zu schrumpfen und zu wachsen scheint, einzig durch eine Variation der Sensorempfindlichkeit der Kamera. Das hat nichts mit einer Bewegung der Sonne zu tun oder mit der Perspektive. Zudem müsste sich bei einer Bewegung der Sonne ihre scheinbare Geschwindigkeit verändern, so wie bei allem anderen auch, was sich von einem entfernt oder auf einen zubewegt. Die Sonne scheint sich aber vielmehr gleich schnell zu bewegen. Ein Sonnenfilter absorbiert einen Teil des Spektrums und reduziert die Lichtintensität, sodass die Sonne vernünftig beobachtet werden kann. Auch ohne Sonnenfilter kann man Beobachtungen machen, die Sechs Behauptung widersprechen. Viele Flacherdler behaupten, die Sonne würde sich nahe an der Erde befinden und ihre Strahlen wären nicht parallel. Dabei beziehen sie sich auf Aufnahmen wie diese. Dieses Phänomen bezeichnet man als Strahlenbüschel und es hat nichts mit einer erdnahen Sonne zu tun, sondern diesmal wirklich mit der Perspektive. Parallele Strahlen erscheinen aufgrund der Perspektive gewinkelt. Auch diese parallelen Bahnschienen erscheinen gewinkelt, da die Linien scheinbar auf einen Fluchtpunkt zulaufen. Man erkennt den Effekt auch gut an den Konturen hoher Gebäude, man spricht von stürzenden Linien. Mit einem CAD-Programm lässt sich anschaulich demonstrieren, wie parallele Strahlen je nach Standort durch die Perspektive scheinbar auf einen Punkt zulaufen. Die Strahlen können aus einem anderen Blickwinkel betrachtet sogar in einem zweiten Punkt konvergieren. Und genau das lässt sich manchmal auch beobachten. Nach Flacherdlogik müsste sich die Sonne jetzt irgendwo in der Erde befinden. Das ist wahrscheinlich selbst Flacherdlern zu erdnah. Man kann den nahezu parallelen Verlauf der Strahlen von manchen Standorten aus sogar direkt beobachten, wie diese Aufnahme aus einem Flugzeug zeigt. Die Beobachtung von Strahlenbüscheln ist also kein Indiz für eine erdnahe Sonne bzw. nicht parallele Strahlen. Vielmehr erkennt man anhand der geraden Linien abermals, dass die Refraktion in der Atmosphäre niemals so stark ist, wie Dr. Seck behauptet. Dann würde man nämlich gekrümmte oder abgeknickte Strahlen beobachten. Nachdem nun geklärt ist, dass die Winkel der Sonnenstrahlen zur Tag- und Nachtgleiche eine klare Unterscheidung zwischen kugelförmiger und flacher Erde zulassen, können wir uns nun den Versuchsergebnissen zuwenden. 26 Leute sind meinem Aufruf gefolgt und haben mir die gemessenen Stab- und Schattenlängen zum Sonnenhöchststand zusammen mit ihrem Breitengrad übermittelt. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die mitgemacht haben. Eine Messung habe ich verworfen, da der Untergrund nicht eben war. Eine andere Messung aus Finnland ist leider sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Ich habe den Datensatz ergänzt mit Messungen vom Kanal Sly Sparkane, dessen Inhaber den gleichen Aufruf gestartet hat wie ich im englischsprachigen Raum. Dabei habe ich nur die Werte von der Nordhalbkugel verwendet. Sein Video kann ich nur empfehlen, Link ist in der Beschreibung. Insgesamt umfasst unser Datensatz satte 39 Messungen. Ist das der Hammer? Das ist der Hammer! Hier haben wir noch einmal die theoretische Erwartung der gemessenen Winkel für eine Kugel und eine Fläche. Und jetzt tragen wir die real gemessenen Werte ein. Ja, heidenei. Die Messwerte folgen klar dem im Kugelmodell erwarteten Verlauf, womit das Flacherdmodell eindeutig und zweifelsfrei widerlegt ist. Game over. Die mittlere Abweichung beträgt lediglich 0,5 Grad. Die maximale Abweichung beläuft sich auf 1,1 Grad.
Kommen wir nun zu den Messunsicherheiten. Wie bereits erwähnt, spielt die Refraktion eine vernachlässigbare Rolle. Dennoch würde ich durch diesen Effekt pauschal eine Unsicherheit von 0,1 Grad veranschlagen. Außerdem ergeben sich Unsicherheiten beim Messen, etwa weil die Schattenspitze nicht ganz scharf war. Ich bin konservativ von einem Messfehler von 2 mm für die Messung der Schatten- und Stablänge ausgegangen. Der Fehler für den Winkel Alpha durch diese Messunsicherheiten kann mit Hilfe der gaußschen Fehlerfortpflanzung bestimmt werden. Eine weitere Unsicherheit erwächst aus der Tatsache, dass die Sonne am Tag der Tag- und Nachtgleiche natürlich nicht die ganze Zeit exakt über dem Äquator im Zenit stand. Schaut man sich bei Time and Date an, wo die Sonne 12 Stunden vor und nach dem exakten Zeitpunkt des Äquinoxiums im Zenit stand, kommt man auf eine maximale Abweichung von ca. 0,2 Grad. Wenn man alle Effekte kombiniert, kann man für jeden Messwert eine Unsicherheit angeben. Im Mittel beträgt sie plus minus 1 Grad. Also selbst im Rahmen dieser eher pessimistisch geschätzten Unsicherheiten gibt es keine Chance für das Flacherdmodell. Es wurde eindeutig widerlegt. Aus Neugier habe ich noch den Flacherdverlauf an die Messwerte gefittet, also die Höhe der Sonne derart bestimmt, dass die mittlere quadratische Abweichung zwischen den Messwerten und der Flacherdvorhersage minimal wird. Als Ergebnis erhalte ich einen Wert von 5168 Kilometern. Wie man sieht, vermag auch dieser bestmögliche Verlauf nicht die Messungen akkurat zu beschreiben. Egal welche Höhe man für die Sonne ansetzt, der Flacherdverlauf passt nicht zu den Messwerten. Das Problem mit der flachen Erde lässt sich einfach veranschaulichen. Wenn wir nicht den Winkel Alpha betrachten, sondern den Gegenwinkel Beta, der nichts anderes ist als 90 Grad minus Alpha, erhalten wir den Höhenwinkel der Sonne. Ich habe die Sonnenstrahlen für einige Positionen, an welchen Messungen vorgenommen wurden, maßstabsgetreu gezeichnet mit den gemessenen Winkeln. Wäre die Erde flach, müssten sich die Strahlen in einem Punkt über dem Äquator schneiden. Wir hätten eine massive Abweichung von den in der Wirklichkeit gemessenen Werten. Wie bereits demonstriert, können Refraktionseffekte die enormen Abweichungen nicht erklären. Betrachten wir aber nun eine Kugel, erhalten wir das vertraute Bild der nahezu parallelen Sonnenstrahlen. Die Abweichungen vom 90-Grad-Winkel bezüglich der Erdachse betragen lediglich 0,5 Grad im Mittel. Zusammengefasst kann man festhalten, dass das Experiment die flache Erde komplett widerlegt hat. Wir haben mit einem einfachen, objektiven und wiederholbaren Experiment bestätigt, dass die Erde kugelförmig sein muss, ganz ohne NASA oder teure technische Geräte. Das Experiment wurde mit einfachen Mitteln von ganz normalen Leuten durchgeführt und jeder kann es wiederholen zur nächsten Tag- und Nachtgleiche. Die Ergebnisse sind leicht nachprüfbar und bestätigen darüber hinaus die Angaben, welche man auf Time and Date, SkyCalc oder in den Programmen Celestia und Stellarium findet. Ferner bestätigen sie, dass die Sonne sehr weit von der Erde entfernt sein muss, sodass ihre Strahlen nahezu parallel auf die Erdoberfläche treffen. Kein einziger Flacherdler hat an dem Versuch teilgenommen, was doch etwas verwundert, nachdem sie ja stets behaupten, alle wären nur indoktriniert und man solle selbst nachforschen. Tja, mit diesem Versuch hat sich das Thema flache Erde erledigt. Wer immer noch daran glaubt, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Ich werde aber trotzdem noch ein paar Videos zu dem Thema machen, da ich noch einige Argumente auf der Pfanne habe, die ich gerne auftischen würde. Zudem habe ich noch ein paar nicht abgeschlossene Mehrteiler, die ich noch vollenden möchte. Ich hoffe, es hat euch soweit Spaß gemacht und ich danke euch für die rege Teilnahme an dem Versuch. Also, macht's gut. Aber Flo Plus, du bist ein toller Kerl. Flo Plus, du bist ein toller Kerl.